So, herzlich willkommen zu einem neuen Ego-Studio Let's Play für Mario Land. Hier auf Core Grind of Hell. Und zwar mit diesem komischen, hüpfenden Token. Tokens, oder was soll das sein? Wir sind auf jeden Fall auf den Osterinseln. Den Skulpturen nach. Schon wieder XCOM-mäßig. Also XCOM und Mario haben doch was gemeinsam. Erst diese UFOs unter Wasser. Und jetzt diese Osterinseln, denn XCOM Terror from the Deep spielt tatsächlich auch auf den Osterinseln. Also es gibt Terror-Missionen bei XCOM Terror from the Deep. Terror-Missionen, wo man die Außerirdischen abwehren muss, und die spielen tatsächlich auch auf den Osterinseln. Ja, und mitten rein ins Vergnügen. Oh, Death Spikes gibt's hier also auch schon. Das ist wirklich nicht gut. Also 21 Leben könnten ja vielleicht reichen, um diese eine Welt hier noch zu überleben. Wir probieren es mal. Wir müssen jedenfalls hier noch einige Münzen holen. Wir brauchen noch 60 Stück für ein weiteres Leben. Uhuhu. Ein bisschen. Oh, da war mir etwas träge in der Luft, aber ich weiß gar nicht warum. Also ich habe echt die gleiche Sprungtaste gedrückt wie sonst auch immer. Es gibt hier nur eine. Gut, noch 20 Leben. Aber es kommen ja auch viele Welten, von daher. Zack. Zack. Ach ja, ich erinnere mich jetzt sogar, wie der Boss ausschaut. Das ist der Typ, der mit Steinen um sie wirft. Der ist hardcore. Schießen aber in die Richtung, wo man gerade ist. Zielsuchende Raketen quasi. Homing Missiles. Boah, der Roadrunner ist auch schon wieder unterwegs. Also, da kommt noch einer, glaube ich. Boah, oh. Ach, nicht wieder das Viech. So. Letztes Mal haben wir über die Platte von THQ geredet. Oh, wir haben beinahe abgestürzt, aber wirklich so haarscharf. Mein Herz? Ja, da geht's hin, mein Herz. Eieiei. Und Granaten. Reden wir heute mal über was anderes. Wie komme ich da rüber zum Beispiel? So. Och nö. Da werden wir jetzt noch. Also da werden wir jetzt noch 500 mal sterben. Das kann ich nicht, das sage ich euch jetzt schon. Also das. Wenn ich wenigstens groß wäre oder irgendwas, aber da komme ich ja nie hin. Oi. Ich sehe uns sterben, und zwar noch viele Male. Wenn wir jetzt wieder der Heino kommt. Ach, ich habe ihn nicht mal berührt, und wenn, habe ich von oben berührt. Gut, naja. Also wir wollen ja... Ja, bleib halt mal stehen. Wir wollen das ja irgendwie mal durchschaffen. Haben aber nur noch 18 Leben. Ich würde sagen, es reicht doch. Ja, nix. Was soll ich, dass der zurückkommt? Leute, wir werden in dieser Welt sterben, und dann wird das Let's Play nicht komplett werden, fürchte ich. So, jetzt wird wieder dieser schwierige Part.
Leute. Das müssen wir doch irgendwann mal hinkriegen. Zack. Das Leben erwischt, voll der Blöde. Jetzt bleib halt mal da, wo du... Super! Also langsam bin ich hier leicht angreift von diesen Gegnern. Ach, der Roadrunner schon wieder. Ja, also, wenn ich wenigstens groß... Dann das Leben, dann die Ameisengranate. So, jetzt müssen wir hier mal aufpassen. So, jetzt müssen wir hier wirklich aufpassen. Oh nein! Wieso sagt mir keiner, dass es da drüben auch... Okay, ja gut, es ist wurscht. Es ist egal, das war der Save Point. Gott sei Dank hat es hier automatisch gespeichert. Wenn wir jetzt das schaffen, können wir ja eventuell groß bleiben. Oh. Ja, ja, natürlich, die Blume kommt genau dann raus, wenn ich draufstehe. So. Jetzt kommt ein ultra krasser Part. Also gut, wir holen uns dann nochmal diesen Pilz. Wir machen jetzt alles ganz langsam und gemütlich, weil irgendwie es hat keinen Wert mehr. Ach, sag mal, drei Stück auf einmal. Komm. Steinschlag. Muss man jetzt echt aufpassen. Muss man nicht erschlagen werden. Ich darf mir hier nicht mehr kaputt gehen. So. Oh, ach Gott, ich war doch auf dem Ding standen. Ja, ja, klar, Leute, wir vergeben jetzt hier wirklich alle Leben. Und deswegen nichts und wieder nichts, ehrlich. Nochmal. Vorbei an diesen Kreaturen-Statuen. So, dann nochmal. Also, wenn ihr mich mal richtig fluchen hören wollt, dann könnt ihr auch Silver Server Let's Fail von mir anschauen. Das hier ist der Gegner noch harmlos. Da kommen wir jetzt natürlich nicht drüber. Spring halt. Mario, spring halt. So. Oh nein, wir sterben erneut. Okay, die Welt wäre geschafft. Okay, ohne Bonus. Es tut mir wirklich leid, Leute. 3-1 liegt mir wirklich mal nicht. Haben wir gerade festgestellt. Von 20 Leben habe ich jetzt noch 14. Das wird schwierig mit dem Durchspielen, aber wir probieren es. Wir sind jetzt hier in einer weiteren Höhle. Mit Wasser. Oh, das ist die Spinnenhöhle. Die Spinnenhöhle. Ja, klasse. Soweit ich weiß, kann man die Spinnen aber töten. Okay, kann man. Man kann auch natürlich diese Dinger töten. Aber mal schauen, ob wir jetzt zum nächsten Safe-Punkt kommen, irgendwie. Da kommt das hier irgendwie ein Stein, ist zu hoch? Nein, ist nicht. Zum Hochkommen. Die lassen wir gleich mal in Ruhe. Die töten wir, zack. Die nächste Spinne töten wir, zack.
So, die wird wieder schwieriger. Naja, auch nicht wirklich. So, jetzt kommt hier gleich irgendwas angeflogen. Ich wusste es, das sind wirklich richtig eklige Dinge. So. Wahnsinn, dass wir mal groß sind zur Abwechslung. Sicherlich nicht lange, wie ich mich kenne. Oh, die erste Spinne. So, die zweite Spinne. Und jetzt wieder rüber und rüber und rüber. Da muss es doch irgendwie hochgehen. Wow. Blöde Ameise, blöde. Ja, ich weiß, es sind Schildkröten. Nochmal der Aufruf, wenn ihr wisst, wie die einzelnen Kreaturen in Super Mario Land heißen, teilt es mir in den Kommentaren bitte mit. Ich habe keinen Schimmer und ich bin echt neugierig, wie die Dinger heißen. Also dieses Muschelding da wäre auch mal interessant zu wissen, wie das heißt. Das sind wahrscheinlich kleine Koopa, Troopas oder wie auch immer. Ich kenne mich mit Super Mario Universum nicht so wirklich aus. Ich meine, ich weiß, wer Toad ist, das ist der Pilz. Ich weiß, wer Mario und Luigi sind. Ich kann auch sagen, wer Peach ist, das ist die Prinzessin. Aber ich habe keinen Schimmer. Man kann den nicht mal abschießen, das ist super. Ich habe keinen Schimmer, wie die Kreaturen hier in Super Mario Land heißen. Ihr könnt mich ja eventuell aufklären. Kommentare sind dazu da, mir zu antworten. Haut bitte mal rein. Schreibt, was ihr von dem Spiel haltet, vor allem auch. Schreibt über eure Gameboy-Erfahrungen. Würde mich auch mal interessieren. Was ihr habt ihr so gezockt auf dem Gameboy? Vielleicht finde ich da noch was, was ich auch Let's Playen könnte. Wir sterben hier aber ähnlich. Das ist gar nicht gut. Ich habe auch Schwierigkeiten, das jetzt zu sehen, mit diesem Wasserfall. Ja, ich habe nichts mehr gesehen, Leute. Ich dachte, ich stand auf dem Felsen und plötzlich war ich tot. Und noch 13 Leben. Das gibt's doch nicht. Was hier hinten muss man anfangen? Oh, das war echt heftig. Okay, hier sind wir wieder an dieser Stelle. Ja, also, ich meine, ich sehe wirklich nichts. Das sind jetzt faule Ausreden wahrscheinlich, denkt ihr, aber ich sehe wirklich schwer. Weil hier diese flimmernden Wasserfälle in dieser CGA monochromen Grafik, das sind wirklich sowas von sichteinschränkend. So, nur was nützt das, wenn wir jetzt hier sterben? Ah, das ist jetzt natürlich heftig. Da ist die Spinne. Nicht runter. Wir dürfen jetzt hier natürlich nicht mehr sterben, das ist auch klar. Wenn wir jetzt hier sterben, dann ist klar, wo wir wieder anfangen müssen. Granaten ausgewichen. Boah, es flimmert hier wirklich scheußlichst. Ja, es tut mir leid, ich komme einfach nicht mehr zurecht hier mit der Steuerung. Aber wir sind jetzt Welt 3-3, wer hätte gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen. Nur noch 12 Leben, es waren mal 20, aber naja gut. So. Also hier werden wir jetzt sicherlich elendig sterben. So. Weil es ist so eine richtige Jump'n'Run. Ja, Jump'n'Run-Welt ist. Das ist natürlich klar, aber es ist ein Jump'n'Run. Aber die ist wirklich so... Du musst wirklich... Nein! Woher soll ich wissen, dass da ein Stein kommt, Leute? Also jetzt mal im Ernst, das war wirklich... So.